So, Mittwochmorgen. Hat jetzt heute Morgen die Laderaube. Das wollte ich sie zeigen, ne? Egal. Denn die Bube, der Container davor. Ah, die Hänge. Alles gut. Mal gucken, wie wir das machen oben in Sembach. Auf dem Heuberg. Das wird blöd. Da steht sie. Frisch repariert. Wobei die Heckklappe fehlt immer noch. Die wird neu lackiert gerade. Aber geht auch so. Ja. Fahre ich die nach Sembach, dann komme ich wieder runter, Sattel um. Habe ich für die Liebherr was zu fahren? Im 934. Oh, ich bin noch im Kauen. Gesagt, die Einfahrt hier vorne wäre weg. Ah, die ist weg. Okay. Ja. Dann gucken wir mal, wie wir das jetzt machen. Eigentlich hätte ich können hier vorne abladen. Wir hätten können auf... Oh, ne, hätten wir können nicht. Hätte man kennen nicht. Da steht ein Bagger drin, okay. Weg dich doch hin. Kommst du raus da? Sattel ist hinterin gefahren eben, ne? Könnte vielleicht auch machen. Wäre vielleicht geschickter gewesen. Aber geht, alles ist gut. Bis jetzt. Und dann? Und denn? Durch? Gute Frage, nächste Frage, ne? Also hier abladen ist nett. Kommando zurück.
weil hier ist schon, wie gesagt, fertiges Planum für den Asphalt. Wenn wir jetzt hier drüber rumpeln mit der Kette, reißen wir das halt wieder kaputt alles. Also fahren wir wieder in Ruhe. Retour. Thank you.
Jetzt mal drüben hier. Ich hoffe, dass das morgen auch noch so gut geht. Oder übermorgen, je nachdem, wann ich das hole. Wenn ich das Zeug wiederhole. Ich den schnell nach Hause, Sattel um, denke ich mal. Ich habe nicht gefragt, ich mache das einfach, steht heute so auf Plan. So. Also das geht mit dem, aber Hammer, das klappt niemals. Das klappt niemals. Das
haut niemals hin. Oh. Dass ich nicht noch mit der Kabine ob an die Kabine dürfte drüber gehen, gehe ich trotzdem mal gleich rausgucken. Dürfte passen. Dürfte passen. Oh, ich krieg aber den Arm nicht runter. Das ist alles. Ich krieg den Arm nicht runter. Ja, vielleicht doch. So wird es nicht gehen, ne? Okay, ich nehme alles zurück. Schiebe ich mir den Hammer ganz bei. Einen Löffel zumachen, sollte passen. Ich hätte nie geglaubt, dass das passt, ne? Gut, ich gehe mal so.
Gleichen Kreisel. Also ich glaube, so halbwegs weiß ich, wo ich hin muss. Nicht zu 100%, aber so halbwegs. Völlig wurscht gewesen, ob ich jetzt da weiterfahre oder nicht. Ganz ruhig bleiben. So, 800 Meter rechts abbiegen. Da geht es an Einkaufsmärkte da vorne, wenn ich das recht weiß. Da, wo ich abbiegen soll. Kann doch sein, dass ich mich komplett täusche. Ich täusche mich, glaube ich, komplett. Einkaufszentrum. Okay. So, ich komme gleich wieder in Kreisel und dann den fahre ich einmal durch, fahre 9 Uhr quasi raus und dann da, wo die Weiße Halle ist, irgendwo da, denke ich, muss ich hin. Umleitung. Ampel. Da steht eine weiße Backe, okay, ich sehe nicht. Dran hinfahren müssen. Ha? Hoppla. Mal kurz das Fenster auf. Sorry, wenn es rauscht. Da steht der Bus vorne dran. Gut, ich habe niemand hinne dran. Das ist gut. Mein Lenken ranzt, rauscht die Nacht. So, ich muss da rein, Meister. Rum. Ich hoffe, das haut hin.
normal passen. Sicher, die Fernbedienung ist aus. Scheißdreck. Ich wusste es genau. Ich kann hier vielleicht später drehen, da ich vorwärts wieder rauskomme. So. Schnell die Batterie. Ich habe noch so 2. Hat ja auch vor der Fernbedienung die Grätsche gemacht. Ich hoffe, dass die noch voll sind. Dass die noch voll sind. Blutrot. Warum blinkt die rot? So. Gucken, ob ich hier rumkomme. Könnte passen. Sieht gut aus. Gucken wir in dem Vordach. Was da hinten ist. Klappt! Danke! Ciao! Sehr hilfsbereit, die Männer hier. Ciao, danke. So. Gucken, ob das klappt hier mit der, Ampel. Donnerstagmorgen, 8 Uhr. Die Sonne brennt. Frei Wettertag. Sorry. Fahr heute morgen stückig wieder ins Kraftwerk in Mainz. Habe ich eine Walze geladen, die fahre ich jetzt dahin. Dann fahre ich wieder auf den Hof, hole eine Kehrmaschine
und dann noch ein Bagger irgendwo her. Wahrscheinlich auch vom Hof den. Vom Hof steht 3,30. Vielleicht den da raus. Gucken wir mal. Das mache ich heute den ganzen Tag. Was heißt den ganzen Tag? Ich werde gegen, schätzungsweise gegen 14 Uhr oder so fertig sein. Mal gucken, was es da noch gibt. Also warum sind meine Scheiben schon wieder so dreckig aus? Ending Story. So. Ob ich hier rumfahren soll oder ob ich hier durch und dann rückwärts ins Baufeld fahre oder ob ich rückwärts hochfahre. Hier überhaupt noch reinkommen. Bleib hier mal kurz stehen und lauf mal rein, guck mal. Das müsste aber klappen, ne? In der Baustelle beim Boden. Zaun aufbekommen. Fahr rückwärts rein, muss dann halt später die Runde hier außen herumdrehen. Hier sind auch hier links von mir sind die ganzen Bäume weg. Da waren 1, 2, 3, 4. Standen 4 Bäume. Und da sind Pfähle gesteckt. Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir daher. Ich fahre jetzt hier rein links. Rückwärts. Wenn ich vorwärts vorbeikomme. So ruckartig. Auto, was los? Warum fährt der so ruckartig? Mein Herz, Karl, mein Droppe.
mir jetzt die Hebebühne von der Baustelle geholt. Mach schon eine gute Stunde hier rum. Ja. Nee, eine Stunde nicht. Eine halbe Stunde etwa. Wo ich jetzt hier schon herum, wie gesagt, die Hebebühne habe ich mir hergeholt, habe die hier hingestellt, weil der Hoffnung war, dass ich hier vorne, wo die Hebebühne steht, dass ich da wieder laden kann. Oh, da steht alles voll mit Fahrzeugen, wirklich alles. Also wenn man hier um die Kurve rum steht, gleich vorne rechts auf dem Eck steht ein parkendes Fahrzeug. Ich glaube nicht, dass ich da rumkomme. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Ob ich hier irgendwo drehen kann, darf. Keine Ahnung. Es wird lustig. Und natürlich ist auf der Baustelle keine Menschenseele. Ne? Immer wenn keine Sau da ist, muss ich irgend so einen Scheiß machen. Brauche ich gar nicht. Sorry, mach die Standklima ein bisschen an. Das Rauschen ist die Standklima. Ich hoffe, das ist okay. Überlegen, ob ich hier nicht drehe. Ich guck mal, vielleicht ist das erste Auto weg oben. Rechts drum komme ich nicht, wegen der Beschilderung auf der rechten Seite und wegen der Mauer links. Und links rum komme ich nicht, weil das Auto gegenüber parkt, wenn es noch parkt. Keine Chance. Gucken, dass ich da hinten gedreht bin. Links ist ein Schotterweg. Da kann ich rückwärts hier vorstoßen und kann dann vorwärts wieder hier rum. Das ist mein Plan. Ob es geht, weiß ich nicht. Ob es klappt. Der Weg hier sollte breit genug sein. Ich lasse das Fahrrad hier hinten dran noch vorbei.
Gott sei Dank Platz. Machst du hier jedes Mal alleine. So, ist nur die Frage, komme ich hier beladen wieder raus, aber ich denke schon. Schon der Weg. Leute schon zu Hause angerufen haben. Kaputt gefahren. Natürlich habe ich ein paar Spuren auf die Straße gemacht. So, es wird jetzt auch mal ein bisschen enger, aber danke. Das sollte passen jetzt. Danke. Wäre ich nie rumgekommen sonst. Katastrophe, echt. Hallo am Freitag. Ja. Schulte Auge wird es gleich sehen. Ich bin nicht in meinem Fahrzeug. Ich bin mal wieder am Fiat gefahren. Gestern zwei Sachen gesagt bekommen, die ich dringend machen sollte heute Morgen. Mit meinem Auto, aber jetzt heute Morgen ist es anscheinend nicht mehr so dringend. Als hier in Sembach habe gesiebten Mutterboden geladen. Den fahre ich jetzt rüber nach Wolfstein. Dann kann es sein, dass ich den ganzen Tag in Wolfstein in dem Berg hin und her fahre. Kann sein. Schauen wir mal. Aber es wird Freitag. Wird ein recht ruhiger Freitag. Hoffe ich doch. Kann natürlich auch sein, dass heute wieder um drei wieder die
Ansage kommt, fahren wir mal schnell nach Frankfurt. Frankfurt haben wir nichts, aber übertrieben gesagt jetzt. Moment ist heute. Ich bin wieder in meinem Fahrzeug. Da vorne steht der Radbagger, da steht die Walze. Da stehen immer, da ist schon Schnur gespannt, ne? Da bringe ich schon Kleppkurve, da nehme ich die Laderaube raus. Da bringe ich das Kleppkurve, da hat nicht mehr die Laderaube raus. Aus Papier. Entschuldigung. Kraftausdruck. Ja, steht da vorne, steht ein Auto. Sind doch überall Parkplätze. Hier muss ein Auto stehen. Danke. Das reicht. Okay. Nimm alles zurück. Hat man das Piepsen gehört? Das Piepen, das war wieder meine Lenkung. Eigentlich soll ich dir gerade an die Karre dran fahren. Thank you.
immer voll zu die Minis. Frag mal, wie viel Tage es dauert, bis ich die rausholen kann. Ja. Walzen hier schon, ne? Ist auch schon gespannt. Hier komme ich ja nicht mehr raus. Das ist doch alles Scheiße. Ich bin so gespannt, wie das hier wird, wenn wir den Bagger rausholen. Aber vielleicht macht das der Kollege mit dem Hängerzug wieder. Nicht, dass ich es ihm wünsche, aber er fährt halt hier hoch und fährt rückwärts runter, kann Rampe runterlassen. Ich wünsche es ihm doch. Sorry. Bett ist tief. Ich glaube, ich hebe das hier mal ein bisschen hoch. Ne? Warum hängt das so? Ich hab doch ordentlich hochgehoben vorne. Ja, vorne nochmal anhalten. Ich muss da vorne nochmal anhalten, muss Tiefbett ein bisschen hochheben. Vorne, das ist irgendwie. Komme ich da drüber? So, hab noch ein bisschen geknackselt. Geknackselt habe ich nicht. Geknackselt. Jetzt Viertel nach drei. Immer vergessen. Naja, egal. Ich stelle die Mühle jetzt in die Halle, weil die Scheibe noch ein bisschen putzen innen drin. Noch nicht. So ein Schied. Und treff's Loch nicht. Ah, nobody's perfect. Nah dran ist auch vorbei oder so, ne? Hat mir solche Tücher da gebracht zum Scheibe putzen, da brauchst du nur Wasser. Ich weiß nicht, was für ein Hersteller, aber die sollen hervorglühend sein. Ach, was fährst du dann zusammen heute und? Was fährst du dann zusammen heute Abend? Abgeschmiert habe ich auch schon alles, was ich morgen machen wollte. Habe ich jetzt halt wieder schon gemacht.
gucken. Wie gesagt, ich werde jetzt noch ein bisschen Scheiben putzen. Und dann machen wir Feierabend. Läuft die Pumpe. Meine Pumpe geht. So, also, dreh dich mal um. Dankeschön fürs Zusehen. Tupfer. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. Montag weiß ich nicht, Montag wahrscheinlich, beziehungsweise nächste Folge dann wahrscheinlich Bagger nach Mainz runter. Wahrscheinlich 9:38. Der KMC soll gefahren werden. Der muss nach Pirmasens, da droht irgendwie eine Mauer zu platzen. Jedenfalls so viel Druck an der Mauer, dass die Mauer sich nach außen biegt. Da muss ein großer Bagger hin, dass der weit genug wegsteht und die Mauer halt einreißen kann. Keine Ahnung. Wird auch lustig, weil irgendein Feldweg rein. Feldweg, Waldweg, ich habe keine Ahnung. Was gehen wir dann? Also, bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis dann. Tschüss.